Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir mein Video wieder anschaust. Heute bin ich auf dem Weg zur Silberhochzeit von Mama Rosi und Hans und da nehme ich euch jetzt mal mit hinein. Die furchtbare Pflanze. So, da seht ihr mich in der Blume und jetzt sind wir da. Hallo! Der Hans steht an der Klingel. Und macht dich auf. Das kann doch nur Matthias sein, Schatz. Alles Gute zur Silberhochzeit. Dankeschön. Hallo! Dann kann ich dir auch gleich gratulieren. Alles Gute zur Silberhochzeit, ja, lieber Hans. Ja, da weiß man immer, wie alt man ist. Ja, man darf da gar nicht drüber nachdenken. Ne? Ich habe ein Blümchen für euch beide zusammen. Das gebe ich mal an Mama weiter. Ne? Wächst der noch? Ich glaube nicht, nee. Der bleibt so. Nein, Bäume wollen wir hier nicht reinschleppen. Ne? So, bitteschön. Das für mich auch ja. Wunderhübsch. Wie wunderhübsch. Oh, ja, ich hoffe, das gefällt dir. Dann gehört da noch ein Umschlag dazu. Der ist jetzt schon ein bisschen zerknickt, leider. Oh, bitte schön. Ich bedanke mich recht herzlich, mein Junge. Danke, danke. Bitte schön. Ich hatte schon gedacht, hol mal schnell Gläser raus. Ja. Na, und kommt da und sagt, es bimmelt an der Tür. Jetzt mit den Blumen gesteckt. Sehr ja, schön. Sieht gut aus. Ja, ne? Ist echt hübsch. Das hast du schön gemacht. Ganz toll. Musst du nur noch, ach ja, musst dich noch umziehen und dann die Krone aufsetzen. Ja, ja. Die habe ich da schon. Und ich ziehe mich dann um. Aber ja. Ich habe immer solche Pech, wenn ich Kaffee trinke, dann kleckere ich rum. Ach und so, darum ja. Trinken wir erst eine Tasse ja. Tee um 4. Die genau. Kommen ja erst um 6. Ja, das ne? Ist gut. Ist ja. Gut. Ja. Du hast die Haare schön. Ich war zum Friseur. Sehr schick. Sehr schön sieht das aus. Toll. Lüster dann, kommt wieder zu erkennen. Wie eine Prinzessin. Die Edmana sagte, Mama in dem Kleid, das ist ja. Kein langes Kleid, ne? Mama in dem Kleid, siehst du aus wie Königin Elisabeth. Oh, war ja. Muss so ein ganz kleines hier vorne. Ein Wölkchen. Ja. Mhm. Dann verteilt sich das da drin. Ja. Und nicht umrühren? Nee, soll man nicht umrühren. Denn da wird denn so getrunken, der Tee, und dann am Ende hast du die Süße von den Kandis. Ach so, verstehe, ja. Aber wir haben den umgerührt und da haben uns alle böse angeguckt. Woher soll man das auch wissen? Ja. Ja, verrückt. Ja, lass uns das mal schmecken. Und die schön, den schönen selbstgemachten Kuchen. Donauwelle. Ja. Wow, du hast dich aber schick gemacht. Sehr schick. Ich muss mich nochmal überkämmen, ne? Aber sie sitzen gut, deine Haare, ja. Ja, ja. Möchtest du auch eine Tasse Tee trinken? Tasse Tee? Nee, das ist nicht. Nee, das reimt sich. Tasse Tee, nee. Tasse Tee, nee. Aber ein Stück Kuchen essen? Auch nee. Auch nee. Auch nee. Ja, Edmana wollte schon um 4 Uhr da sein, ja, so ist es. Ja, ja mit der Zeit nimmst du das nicht mehr so genau. Ja, das macht doch nichts. Die können wir ja auch aufheben, ne? Ja. Was ist das, eine Buttercreme-Torte? Nee, eine Torte, glaube ich, ne? Mama, komm. Ja.
Hallo. Einer kommt. Nee, alles Gute. Weiß ich nicht. Dankeschön. Das Geschenk kommt aber erst nachher. Ja, naja. Sonst hätte ich extra nochmal hoch. Oh, Entschuldigung. Erst nochmal hochlaufen müssen. Willst du dich da hinsetzen? Ich setze mich dahin, na klar. Guck mal, Ed, alles Gute nachträglich noch. Ja, danke. Er dich hinsetzt, guck mal. Oh ja, das ist ja wunderschön. Ich habe meine Mutter gesucht, das sagt die alte Verkäuferin noch zu mir. Ja, ja, diese Kinder, immer sind sie nach der Suche nach der Mama. Ja, so schön. Du hast einen dicken so Kopf. So schön, ja. Ja, ist gut. Ja, so sieht's gut aus, ja. 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 Hübsch. Na, Elisabeth. Elisabeth. Ach, jetzt mal so schön die Handbewegung so ganz vor. Man hat nur einmal Silberhochzeit. Ja. Ne? Ach ja, ich hab sie ja auch. Ja, du ja auch. Ich wo ist deine Krone? Ja, ich setz mich denn da. Wer sagt er denn das zu mir? Ach, dir muss man ja auch gratulieren. Ja. Ja, ich sage, hör dazu eigentlich. Hör dazu. Irgendwie schon. Nadelfest und dann setze ich mich zu Hans. Hans kriegt sein. Was ist das denn für? Ist das eine Rose oder was ist das? Da muss ich doch mal gucken, ne? Ein ganzes Ach so, Gesteck. Wird das gemacht. Das ist das ja auch einfach nur so draufgesteckt, so. Ja, ne? Das hält aber nicht. Den Knopf. Und den Knopf? Ja, Knopf. Ja, genau, so. Da kommt da vielleicht dann hin. Ja, nicht mit deiner Haut, das sag ich dir. Doch. Ja. Da hält es nämlich ein bisschen besser. Aha. Weil es da ein bisschen fester ist. Ja, das so sieht gut aus. Und dann, komm. Was möchtet ihr da trinken? Ja, ein Sekt am besten. Ne? Und Bier ist im Keller, müssen wir das erst hoch. Ja, das können wir machen. Bier, ja. Und wir ein Glas Wein. Sekt, ne? Sekt. Oder noch Sekt. Gar nichts. Sekt. Ein Sekt, bitte. Ein Sekt, jawohl. Ein Sekt. So. Trinken wir auch einen Sekt. Ja, mir ist das egal. Ja. Wo ist sie denn? Weiß ich auch nicht. Irgendwie schon wieder im Keller verschwunden. Ja, ja. Ich denke schon. Früher wurde es ja geschnitten. Ja, ja, da musste das zum Glück nicht mehr. Daran machen, gab es nämlich damit viele so Komplikationen. Ja, das richtig. Und heute, ich denke mal, das sollen sie mit Gläser machen. So, jetzt ja wollen wir anstoßen. Genau. Das ist nicht mehr so schlimm. Also. Auf euer Wohl, auf das Silberpaar. Ja, auf das Silberpaar, ne? Auf das Silberpaar. Aua, du stichst ja mich. Ach nee, das ist deine, das ist deine Krone. Prost. Ja, so jetzt sehe ich das. Zur Silberhochzeit herzliche Glückwünsche. An jeden Tag, zu jeder Stunde, sei glücklich. Oma, sieht schick aus. Ne? Glücklich diesen Lebensbund. Was wir heute mit Silber. Möge uns, möge einst in Geld erlängen, erklingen. In Gold erklingen. Erklingen, ja. Ja, gut, das ist vorgeschrieben. Das ist, weil ja. Danke, meine Lieben, die. Was ist denn oben der Pinsel? Danke. Ich hab Pinsel. Das ist auch auf seiner Kamera. Ja, das ist sein Haar und hier ist sein Bart. Ja, sehr schön. Aufmachen wir sie nach dem Essen, jetzt vor dem Essen nicht mehr. Mach doch, was du willst. Mach auf. Mach auf. Ihr müsst ja so was. Essen ist eh noch nicht da. Wer bist du? Unser Musiktor, Hans. Ja, ist es. Ja, machen wir schon an. Ja, mach mal schon auf. Mach mal schon Musik hören. Erstmal fühlen, wo ich anfangen finde. Nimm die Schere, geh schneller. Oh. Das ist kein Anfang. Ja, müssen wir wohl eine Schere holen. Habt ihr so zugekleistert, kriege ich gar nicht auf. Ja, das ist ja gemein. Jetzt kommen wir der Sache schon her. Ja. Vater, du weißt ja, wo unsere Scheren sind. Sieht so altmodisch aus. Ja, ich das Ding auch hören, ne? Ihr wollt ja auch mal haben, so ein altmodisches. Ja. Ach so, wegen der alten Platten und so weiter. Ja, da kannst du Platten spielen und? Ja. CDs.
bitte auch wieder an. So. Leuchtet doch nicht. Da vorne muss auch die Spur vermessen werden. Jetzt. Ja, machen Sie mal, ist das auch da nicht? Nee, der eine ist. Der ach, fährt, du musst ja auch extra bezahlen. Der eine fährt einseitig ab. Vermessen musst du sowieso extra bezahlen. Wenn man geheiratet hat, genau. Da kommt das Essen. Salat, ja, Salat, wo willst du ihn haben? Oder so. Das sind die Preise. Ja, ciao. So, hallo. Hallo. Sonst würde ich noch 1-1-2 anrufen. Nee, dann haben wir's. Gut, alles danke. Klar. Viel Spaß morgen mit den Kindern, ne? Ja, ja, tschüss. 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 Das erstmal rüber, das muss ja nicht ein Kleinweg machen. Auf die Flamme, bitte. Geheimnis. Lüfte das Geheimnis. Was ist unter Top 1? Noch mehr Folie. Das müssen die Kartoffeln sein, was? Ja, das werden bestimmt die Salzkartoffeln sein. Oh. Nee, hier sind Blöße. Ja, ich mach mal wieder zu, das hilft ja nichts. Ich bin auch nicht so verblödet. Ach, oh, wer soll da alles essen? Ja, wenn die alle nicht kommen, das können wir doch nicht vorher wissen. Nee. Oh, sieht doch mal lecker aus. Sieht doch. Genug gesehen. Ja, jetzt haben wir auch alle richtig ordentlich Hunger. Das Essen ist endlich angekommen. Dann können wir gleich ordentlich reinhauen. Das sind die Salzkartoffeln. Ja. Ja, das reicht für die beiden ja auch. Wie? Ach doch, die Klöße sind ja da drin. Die Klöße sind hier drin, ja. Dann holt sich jeder seinen Teller und dann, da kommen jetzt die Löffel rein. Fangen wir gleich an zu essen. Ja, so lang war's. Das ist der Rehbock. Damit es nicht erst kalt wird. Hey, alles. Das sind die Äpfel. Das sind Bratäpfel. Kann man die auch essen oder ist das nur Zierde? Nee, ja, kann top, essen. Kann man essen. Das ist Wurstkopf mit Rosinen und Mandeln. Ja. Schmeckt aber gut. Ja, das ist nur nichts für René. Der muss dann halt Salat essen, der René. Ja, ich bin da sieht so lecker aus hier, dieser Saison. Nochmal. Ich darf ja keinen großen Kohl, aber essen tue ich. Ich wollte auch, dass du das so gut kriegst. Naja, bei der Menge. Ach, ich kann nicht Spange haben an mir. Ja, aber bei der Menge, das schafft ja auch nicht. Jetzt bist du was ich mache. Nur so einen kleinen Teller. Das bist du aber nicht essen, kann ich auch trinken. Genau, ich wollte es ja nicht sagen. Hier sind Kartoffeln danach. Die decke ich schon mal ab. Das ist also auch nicht so mein Fall. Kartoffeln. Ach, das sind ja Kartoffeln. Mhm. Naja. Ja, du kriegst zwei Kartoffeln und nicht einer drei. So, nehmen wir erstmal eine. Ne? Was hast du gesagt? Eine, zwei? Du kriegst zweieinhalb. Also ich kriege eine. Du bist durch die Aufgabe, die Kartoffeln. Ja. Ja, wir haben echt das angesehen. Angesehen. Essen kommt noch. Bist du denn zufrieden mit dem Essen? Das sieht richtig gut aus. Für wen soll das sein? Ich meins. Ich sag dir, das Fleisch ist so zart. Ja. Lecker. Such dir einen Platz. Ja, das mach ich. Und dann wird reingehauen. Und dann trinkst du jetzt einen Wein? Ja. Hier vorne sitze ich. Oder willst du da sitzen? Nee, bleib mal da sitzen. Dann gehe ich hier hin. Ja. Na? Weil ich eher rauskomme. Ne? Genau. So, nun kommt in Gang, sonst wird essen kann. Ja. Macht es dann bitte zu. Der letzte macht zu, ne? Et Mama, hier habe ich dir schon Wein eingegossen. Also, scheiße. Was? Wo? Da? Ja. Wie war das? Ich habe halt die Mutter geholt, ne? Mano! Die ist noch unten. Nee, ich habe keinen Keller. So. Ja. Hast du noch? Wieso? Mhm. Noch mehr? Mhm. Oh, das ist zart, ne? Ja, super. Das fällt ja. Ja. Da hat er unsere Silberhochzeit doch noch ein bisschen was mit. Mhm.
Vielen Dank, liebes Silberhochzeitspaar, für das leckere Essen. Das war eine vernünftige Ansage. In dem Dach. Wirken wir gleich mehr Leute, ne? Ja, und dann sind wir jetzt hier auch schon am Ende dieses kleinen Videos von der Silberhochzeit von Rosi und Hans angekommen. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Und ansonsten bleibt gesund, habt viel Spaß und wir sehen uns in meinem nächsten Video dann wieder. Bei der nächsten Familienfeier. Das Silberhochzeitspaar wünscht euch jetzt auch noch einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend und vielen Dank für euer Kommen und dass ihr so schöne Geschenke gebracht habt. Dankeschön. Hans darf auch noch was sagen. Ja, selbstverständlich. Mir hat das Bier geschmeckt und vor allen Dingen das Essen war wunderbar. Es kann jeden Tag weitergehen so. Auf die nächsten 25 Jahre. Genau.